So, dann wollen wir raus hier und zum Gemischtwarenhändler. Da war hier oben, genau, ne, da war die Kräuterhändlerin. Hier müsste der Krämer gewesen sein. Genau. Wir würden gerne Krimskrams verkaufen und zwar eine Flöte eigentlich, den Messingspiegel, hier nichts, Schreibzeug. Brauchen wir eigentlich auch nicht, aber ein Magier ohne Schreibzeug wäre komisch in meinen Augen. Das Amulett kann weg. Rezept für Exporikum nicht. Den Schlüssel könnten wir verkaufen. Das will ich aber lieber auch nicht machen. Das Empfehlungsschreiben. Das war von dem Druiden. Oder war es das von... vom Hetman. Nee, ich glaube, das hieß anders. Müssen wir gleich mal gucken. So, die Flöte kann auch noch weg. Der Ring nicht. Augen offen halten nach weiteren Empfehlungsschreiben. Hier ist nichts. Da ist ein Dokument und da ist noch ein Empfehlungsschreiben. Also wir haben zweimal eine Nachricht bekommen, dass wir im Auftrag des Hetmans arbeiten. Müssen wir gleich mal aussortieren. Die Dietriche verkaufen wir auf keinen Fall. Decke auch nicht. Der Messingspiegel kann auch noch weg. Und die Kristallkugel. Die Kristallkugel kann auch weg. Die hilft zwar bei Gefahrensinn oder Sinneschärfe, eins von beiden. Aber dazu müssen wir halt immer hin und her wechseln und das werde ich auf jeden Fall vergessen. Also kann das weg. So, sagen wir 10. Es geht eh primär nur ums Ausmisten. Und jetzt gucken wir uns mal die Empfehlungsschreiben an. Also hier haben wir ein Buch. Was warst du für ein Buch? Gegenstand benutzen. Kaisersprüche Hals. Das haben wir auf dem Donnerbalken gefunden. Ist schon eine Kuriosität. Das würde ich gerne mitnehmen. Was haben wir hier? Ein Rezept. Benutzen. Mit Hilfe dieses Rezeptes müsste es ein leichtes sein, Exporikum herzustellen. Dann nehme ich doch einfach meinen Schmierzettel. Schreibe das Rezept da auf und dann können wir die Schriftrolle hier eigentlich wegschmeißen. So, Bronzeflasche. Lakritz. Okay. So schnell kann ich nicht schreiben. Erstmal wieder Klick. So, Lakritz. Zwei Schurinknollen. Also wird es wahrscheinlich ein Gift sein. Und zwei Alraunen. So, das Rezept können wir also auch verkaufen. Weiter. Ein Empfehlungsschreiben. Dies ist ein Empfehlungsschreiben des Hetmans Tronde. Das sollten wir auf jeden Fall behalten. Und hier haben wir ein Schreiben von Yadra. Dieses Dokument wird euch Zugang zum Zeughaus verschaffen. Das kann weg. Gegenstand wegwerfen. Ja. Wir hatten irgendwo noch was. Dies ist ein Empfehlungsschreiben von Umrik Siebenstein Antiomar. Das Umrik war der Druide, glaube ich. Also, er hat auf jeden Fall den bösen Druiden gejagt. Ich bin mir nicht sicher, ob er selber ein guter war. Er war ziemlich unfreundlich. Aber das will ja nichts heißen, was für eine Klasse er hat. Also, das Empfehlungsschreiben kann auch weg. Hier haben wir noch ein Dokument. Das Einhorn kennt viele Möglichkeiten, dir zu helfen. Es kann sogar verlorene Gegenstände wieder beschaffen, wenn es selbst glaubt, dass diese von Wichtigkeit sind. Dabei ist es schneller noch als der Wind. Das Einhorn hatte ich ganz vergessen gehabt. Wo auch immer das ist, das sollten wir erstmal behalten. Hier haben wir noch eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle kann nicht benutzt werden. Ja, da tun wir mal so, als wenn das bei Talan im Inventar wäre. Das passt zu ihr. Hier haben wir noch zwei Muttränke, das ist okay. Und jetzt sind wir einmal durch. Das waren die Sprüche von Hall. Jo. Gut, wir würden gern verkaufen. Das Rezept für das Exporikum, das ich mir aufgeschrieben habe. Genau, und den Rest hatten wir weggeschmissen. Jo, 0. Und raus hier. So, damit hätten wir ausgemistet. Wie schaut's aus mit
Abenteuerpunkten. 447. Ich glaube, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, erste Stufe war bei 100 Erfahrungspunkten, zweite Stufe, also dritte Stufe war dann bei 300 und die nächste ist bei 600. Das heißt, wir bräuchten noch 153 pro Held, also 900 Abenteuerpunkte. Wir könnten versuchen, das in das Poter zu bekommen, damit wir noch einen kleinen Puffer haben, um in der Ruine weiter vorwärts zu kommen. Aber 900, das ist eine ganze Menge. Also bei besonderen Events bekommt man manchmal so 200, 300 am Abschluss. Aber 900... es juckt mich schon eher in den Fingern, zurück zur Ruine zu gehen. Genug Kräuter hätten wir ja. Und ich hoffe einfach mal, also mit etwas Glück ist das eh ausgebrannt in Anführungszeichen und wir kriegen gar keinen Schaden mehr, das wäre natürlich ideal. Und wenn nicht, dann springen wir einfach so schnell es geht mit dem Transversalis zu den Stellen, wo wir nur schwer hinkommen. Also zum Beispiel durch das ganze Labyrinth durch, da springen wir einfach einmal und da sparen wir ganz viel Zeit. Das müsste machbar sein und wir kommen da ja auch mit voller Astralenergie an. Also gehen wir jetzt schlafen, essen nochmal eine Tanile. So, Jallen ist schon voll, braucht nicht, okay. Also, essen nochmal ordentlich, schlafen jetzt in einer Suite für 2 Tage. Sind dann hoffentlich voller Lebenspunkte und Astralenergie. Nicht ganz, aber wir müssen ja eh noch hinreisen. Apropos hinreisen, wir brauchen Essen. Ich will nicht verhungert in der Ruine ankommen. Also zurück zur Krämerin. Kaufen. Rationen, wir hätten gerne 12 Stück. Da wird auch nicht gefeilscht, das ist Essen, ist okay. So, die verteilen wir zu unseren Helden. Dann machen wir uns auf, zurück zur Ruine. Ich hoffe mal, wir haben jetzt genug Heilzutaten dabei. Aber 60 Einbeeren, wie viel Wirselkraut? 20 Wirselkraut, etwaige Heiltränke und Astralenergietränke, das klingt schon recht imposant. Und vor allem auch tierisch teuer. Also ich hoffe einfach mal, das wird reichen. Sobald wir dann ankommen in der untersten Etage, müssen wir uns ganz schnell die Karte angucken und dann überlegen, wo noch was sein könnte. Also wo sich der eigentliche Magier mit dem Kartenstück versteckt halten könnte. Und dann teleportieren wir uns einfach da in die Nähe und fangen dann an, die Wände abzuklappern. Weil eigentliche Gänge gab es ja keine mehr. So, genug geredet, jetzt geht's zurück durch die Piratenstadt zur Ruine, wo der Schatz liegt. Nein, wir wollen nicht mit dir reden. Wir wollen Gewalt marschieren bis das Poter. Da huschen wir durch. Wie spät haben wir es? 18 Uhr. Mit etwas Glück machen unsere Helden jetzt durch. Oh, das war der falsche Ausgang. Wir wollen den im Nordosten. Richtig? Richtig. Wir gehen noch einmal schlafen. Ja, wir sollten ja eigentlich eh noch einmal rasten, um die letzten Fitzelchen hier rauszuholen. Also halten wir Wache. Gerugon, Tirik, Gwendolin. Wir gehen diesmal nicht jagen, wegen dem Gewicht. Und wir haben ja jeder genug. Aber wir suchen nach Kräutern. Oh, das hat sich doch mal gelohnt. 4 Tanelen, 2 Einbeeren und 2 Krötenschemel. Schlafen. Und fast ganz voll. Also nur bei Talana fehlen so 2, 3 Astralenergie. So, Rübon. Huschen wir auch nur durch. Zurück nach Toss. Ah, ich habe den Kalender gar nicht im Auge behalten. Das könnte jetzt auch... Ah, Goblins. Elende Rotpelze. Komm, stepp schnell. Schieß. 9 Trefferpunkte, der fällt nicht um. Okay, das sind schon etwas zähere Rotpelze. Du stehst ungünstig. Geh mal dahin.
So, und sobald Talana dran war, können wir auch Autokampf machen. Ich will nur nicht, dass sie jetzt da mitten reinrennt. Zielfeld ist blockiert. Okay, geh dahin. Und der flieht. Sehr schön. Computerkampf, keine Magie. Der flieht auch. Der ist tot. Schön, schön. Keine Astralenergie verbraucht und auch, glaube ich, keinen Kratzer abbekommen. So muss das sein. Müssen wir nicht extra nochmal rasten, bevor wir in die Ruine gehen. So. Die Gruppe ist sehr erschöpft. Schade. Na gut, nochmal wachen. Nochmal Chance, Heilkräuter zu finden. Oder auch nicht. Komm schon, gib mir die Ruine. Ja, wir wollen in die Höhle eindringen. Oh. Das ist die Höhle und nicht die Ruine. Und wenn wir jetzt aus der Höhle rauskommen, sind wir wieder ganz oben. So, jetzt sind wir wieder oben in Toss. Ja, wir würden gerne wieder zurück nach Rübern reisen. Aber dafür hat er jetzt die ganze Nacht durchgemacht. So, jetzt sind wir bei der Ruine. Den Pfad erkunden. Und die Ruine untersuchen. So, stopp. Also, wir könnten uns jetzt schon teleportieren. Aber der Weg ist eigentlich ziemlich gerade. Da spare ich mir die Astralenergie doch lieber für eine Heilung auf. Also wir rasen jetzt nach vorne. Solange bis wir die Wand sehen. Das müsste bei dem Feld sein. Und machen dann die scharfe Rechtskurve. Bisher haben wir noch keinen Schaden bekommen, das ist gut. So, nächster Kartenstück. Der Ausgang war im Westen, aber wir müssen hier viel zu viel Zickzack laufen. Da ist der Weg nach unten. Den konnte man, glaube ich, von oben erreichen. Also jetzt zaubern wir. Talana. Bewegung. Transversales. Sehr schön, es scheint geklappt zu haben. Süden, runter. Immer noch kein Schaden. So. Wo könnte er jetzt sein? Er könnte da drin sein. Da ist der Kartenrand, also müsste hier eine Mauer sein, glaube ich nicht. Oder hier. Aber hier haben wir schon geguckt und da auch. Das heißt, hier geht es vielleicht durch. Durch den Raum, wo der andere Magier auch war. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt hier hin. Also die Nordwände haben wir schon gecheckt, aber wir haben die Westwand hier nicht gecheckt. Also wir teleportieren uns hier hin, gucken die Wand, gehen hier runter, gucken die Wand, gehen hier hin, gucken die Wand, gehen da durch, gucken die Wand und die Wand. Dann hätten wir alle Möglichkeiten hier abgedeckt. Und wenn das nicht klappt, dann teleportieren wir uns einfach mal genau auf das Feld, was wir nicht erreichen können, hier hinten im Gang. So, zaubern. Talana, Bewegung, Transversalis. Hat anscheinend schon wieder geklappt. Dafür, dass es minus 4 ist, klingt das ganz schön häufig. Also, durchatmen. Westliche Wand checken. In den Hauptgang gehen, nördliche Wand von unten checken. Das wird doch nichts. Hier? Ja, nee, ist nichts. Da ist auch nichts. Haha! Und da steht bestimmt gleich der Magier, bewacht die Truhe. Deswegen, stopp. Zaubertrank. Gleich noch einen hinterher. Nein, keine Expurgicum. Zaubertrank. So, und rauf da, stirb. Okay. Kein Zauberer. Ihr findet 500 Dukaten. Achso, schnell Pause, damit wir nicht gleich wieder angegriffen werden. Ja, doch. Also wir haben jetzt 200 Dukaten ausgegeben für Heilkräuter, die wir bisher noch gar nicht brauchten. Und die haben wir jetzt schon locker draus und nochmal 300 Dukaten obendrauf. Sehr schön. Aber da der Magier hier nicht ist, muss wirklich hier noch ein Raum sein. Das heißt, wir gucken jetzt da hoch zu den beiden Feldern. Aha, und da ist auch der Magier. Sehr schön. Ja, das hätte wesentlich schlechter laufen können. Zumal wir bisher noch gar keinen Schaden bekommen haben. Ich habe vielleicht ein wenig zu vorsichtig gehandelt. Vielleicht hätten wir einfach durchlaufen können, ohne Schaden zu nehmen, weil das Feuer aus ist und die Giftwolken raus.
aber lieber so als andersrum. So, jetzt wollen wir aber keine Fehler machen. Gwendolyn läuft vor dahin. Mürrim läuft dahin. Du... Das ist doof. Du könntest dich da hinstellen. Aber ich hätte es eigentlich lieber, dass Girugon gleich einen Schritt nach links macht und dann die Elfe von da aus ein Blitzdichfin zaubert. Das heißt, Talana sollte sich nicht hier irgendwo hinstellen. Das heißt, Talana läuft einfach mal hier hin. Dann kann Gwendolyn zur Seite ausweichen und dann passt das schon. So, sehr schön. Girugon ist dran. Girugon kann Platz machen. Das heißt, er läuft jetzt hier lang Richtung Magier. Und Yalan hat nur 5 Bewegungspunkte, kann also nicht zaubern. Das ist ärgerlich. Aber sie kann wenigstens schießen. Erstes Blut. Tirik läuft hinterher. Soll er der Elfe den Weg verbraten? Nein, soll er nicht. Die soll auch möglichst einen Platz haben, wo sie zaubern kann. Für Blitzdichfind und Fulminictus. Also wartest du einfach mal ab. Oh! Oh, das waren, glaube ich, gerade 22 Trefferpunkte. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Das ist übelst. Ich würde jetzt echt gerne gucken, wie viele Lebenspunkte Gwendolyn hat, aber ich mache es einfach andersrum. Ah, ich kann von hier aus nicht heilen. Na, ärgerlich. Ja, hilft nichts. Ich drücke abwarten. Ich glaube, dadurch ist sie eher nochmal dran. Also wenn ich jetzt irgendwas machen würde, würde es meinetwegen 5 Züge dauern, bis sie wieder dran ist. Wenn ich jetzt abwarten drücke, dauert es nur 3. Irgendwas so in der Richtung war es, glaube ich. Weil ich kann mich jetzt zwar irgendwo anders hinbewegen, aber ich werde so oder so nicht mehr zaubern können. Also abwarten. Girugon. Girugon könnte sich taktisch ungünstig hinstellen. Geht erstmal dahin. So, Gwendolyn ist stark angeschlagen, die läuft einfach erstmal weg. Abwarten. So, Yalan ist dran, sehr schön. Bitte, bitte lass den Blitzdichfin treffen. Und ich denke mal, dass jetzt der richtige Zauberer ist und nicht irgendein Lehrling. Könnte ja auch gut Schutz dagegen haben. Und Zauber ist geblendet, sehr schön. Damit dürfte es eigentlich schon gegessen sein. Weil jetzt können alle auf ihn raufhauen, raufzaubern, was weiß ich. Nee, Tirik sollte nicht in Nahkampf gehen, denn links steht Talana, hinten steht Yalan, rechts steht Mürrim und Girugon steht auch noch an der Seite. Da ist kein Platz mehr. So, du machst jetzt zum ersten Mal Ignifaxius. Eine Feuerlanze, Stufe 4. 14 Trefferpunkte. Du wartest ab. Du zauberst sicherhalber nochmal einen Blitzdichfind. Und Mürrim kann dann gleich einen Fulminictus machen. Ist geblendet. Schön, schön. Kampf. Fulminictus, rauf da. 14 Trefferpunkte. Du, Also Yalan ist jetzt schon wieder dran. Heißt das, es hat eine neue Runde angefangen? Der Zauber könnte auch gleich dran sein, oder? Ach komm, nichts riskieren. Blitzdichfind. Zauberer. Ist geblendet. Tirik schaut nur zu. Gwendolyn ebenso. Du zauberst. Kampf Fulmin darauf. 15 und er ist tot. Ah, sehr schön. Ein Kukrismengbilar. Das ist ein Dolch mit einer kleinen Röhre drin für Gifte. Und ein Amulett. Kein Kartenstück. Und nur 42 Abenteuerpunkte. Wollt ihr mich veräppeln? Oh, aber ein Kartenstück. Jetzt kann man ja schon richtig was erkennen. Vielleicht finden wir den Weg auch ohne die anderen Stücke. Okay. Der Ork, irgendwas. Saaltruhe. Was ist jetzt neu? Ich glaube, das ist da oben. Aber gut, wir haben das Kartenstück. Wir sollten erstmal ganz kurz... Oh, ein Amulett. Das Amulett erstmal Talana geben. Und wir sollten so 2-3 Dutzend Einbären in die Richtung wandern lassen. Also, erstmal nur 2. So, 22, das reicht. Speichern. Speichern. LP 46. Und wir sehen uns gleich wieder.